Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde vom Noob zum Pro. Ja, Mr. Semtex ist wieder dabei und er möchte mit mir jetzt Black Ops failen. Hallo. Ja, Moinsen, nachdem ich letztes Mal ja mit der angeschlagenen, pochernden und rausgetretenen Halsschlagader mich da wirklich beherrschen musste. Und es war ja ein Mädchen in der Runde, ne? Da kann man ja nicht rumschreien, wie man will. Muss man sich ja benehmen. Und dachte ich, wollte ich eigentlich in der nächsten Runde MW2 spielen, doch dann dachte ich mir, ach Gott, kack drauf, mach jetzt nochmal Black Ops. Da bist du immerhin schon Level 6, weil MW2 fängst du wieder von vorne an, da würde ich wahrscheinlich genauso abkotzen oder irgendwie so. Und hast du sie übrigens So, schon und mitbekommen? Wir sind alle beide Level 6, ne? ja, Nur mal so zur ich habe dich Info. eingeholt. Ja, Schlingel. Du hast ja mehr Kills Ja. als ich gemacht bis jetzt. Ja, ich bin auch in einer Runde, glaube ich, 56 Mal gestorben oder so. Könnte hinhauen, ja. Dabei auf Nuketown in der einen Runde, wo ich über 50 Mal gestorben bin. Das war Das nicht schlecht. stimmt, das stimmt. Dementsprechend war der Frustfaktor auch groß, wenn du da kaum das auf der Karte bist, schon wieder tot umfällst. Aber So, hey, ich jetzt muss müsste hier ehrlich langsam mal. sagen, Trials Evolution, das sagt viel mehr, vor allem gerade, wenn man so am Fehlen ist. Also, da finde ich, da ist der Aggressionsfaktor weiter oben als bei Shooter, muss ich jetzt mal so Ja, sagen. das stimmt. Ich versuche jetzt ja auch alles auf null Fehler zu spielen. Und jetzt bin ich gerade bei der Riesenroute und das geht mir so auf Oh. den Sack. Du bist Oh ja. irgendwo schon 5 Minuten gefahren und kippst da irgendwo um und dann fängst du wieder von vorne an. Oh Gott, könnte ich da kotzen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ach, und übrigens, der Mafia-Boy Orhan, der ist auch dabei. Allerdings ist nicht hier in unserer Skype-Konfi. Den guten, den kenne ich jetzt schon eine Ewigkeit und da habe ich einfach mal gedacht, gut, den laden wir mal mit ein zum Spielen. Ja, dann Grüße an den Mafia-Boy an der Stelle. Genau, ne, der wird das Video sicherlich dann später auch sehen. Jetzt muss ich gleich mal fragen, was ist denn die 2 und das komische Symbol, was der da hat? Also, was bedeutet das? Das Welcher ist, Rang? also das 2 ist, dass er wieder Level 2 ist. Und das komische Symbol ist ein Prestige-Emblem. Du kannst, oh, ich habe jetzt bei Black Ops die Zahlen nicht im Kopf. Bei MW3 als Beispiel ist das so, du spielst dich bis auf Level 80. Und dann kannst du so gesehen ins Prestige gehen, dann kriegst du so ein kleines neues Bildchen und kannst dich wieder bis Level 80 spielen. Das kannst du bei MW3 mittlerweile sogar 20 Mal machen. So, Es gibt, okay. und bringt im Prinzip nichts, also zumindest bei MW3 bringt es nichts, außer dass alle deine Waffen wieder weg sind und du fängst wieder quasi mit nichts an. Na, herzlichen Glückwunsch. Darauf hätte ich immer gar keinen Bock. Das Bei Black ist. Ops kannst du aber, ich glaube, wenn du ein paar Prestiges gemacht hast, ein bisschen was extra freischalten, wie zum Beispiel eine goldene Tarnung für deine Waffe und irgendwie so ein Gedönskram. Also, ich glaube auch nichts unbedingt jetzt weltbewegendes, also jetzt nicht irgendwelche neuen Waffen oder sowas, aber ist halt einfach, ja, für welche das Spiel gerne spielen und so den ganzen Tag mit den Kumpels zusammen spielen, sie halt so ein bisschen zeigen. Ne? So, guck mal hier, ich bin schon Prestige 5, das heißt, ich war schon 5 Mal auf Level 80 und du bist ja gerade mal Level 6. Weißt du? Das stimmt. Und er Also, hat mir gerade eine da Nachricht kann man so. geschickt. Ich glaube, du sollst aus der Lobby mal rausgehen und mal eine neue Ja. suchen, weil ich glaube, wir finden hier keine Gegner. So, okay, dann gehen wir mal aus der Lobby raus. Mit Team, mit Gruppe verlassen, ne? Ach so, ja, ich hab's gerade gesehen, mit Party verlassen, okay. So, dann suchen wir nochmal ein Spiel, Team Deathmatch. Mal schauen, ob's jetzt geht. Na, kein Mensch wollte mit uns spielen. Nee, die wissen alle, dass wir Noobs sind und dass wir gerade ein Video machen nebenbei und da haben die Angst, ja. Die wollen uns alle als Gegner haben, aber nicht als Teamkollegen. Genau. Villa, Villa. Ich möchte Villa spielen, weil diese Map kenne ich nämlich schon. Diese Map habe ich auf Herrschaft mal kurz gespielt bei meinem ersten Part Black Ops. Und es lief gar nicht mal so schlecht, also zumindest auf Herrschaft. Mal gucken. Villa ist auch immer eine etwas größere Karte hier in Black Ops. Die Villa? Also es ist nicht wie auf Nuketown, dass du Ach so, ja, von einer Seite auf die andere eine Granate rüberwerfen kannst. Gut, das stimmt, ja. Da kann man sich mal so ein bisschen auffächern, weißt du? Und ist Das nicht stimmt. so gezwungen, mal durch den gleichen Gang da durchzulaufen oder sowas. Oh ja. So, und jetzt sollten wir hier langsam eine Runde starten, weil sonst machen wir hier Let's Fail Black Ops 2 und zwar im übelsten Sinne, nämlich Black Ops startet nicht mal. Wollte ich gerade sagen, machen wir so eine Folge, ja, Let's Fail Lobby suchen. Let's Fail Lobby suchen, ja. Noobs werden nicht mal ins Spiel eingeladen. Genau. Nach unserer letzten Runde hat Black Ops beschlossen, uns nicht mehr mitspielen zu lassen. Weil wir so schlecht Vielleicht waren. liegt es ja auch am Mafia Boy, dass Black Ops sagt: Hier, ne, mit Mafia und so, da wollen wir nichts zu tun haben. Boah, vor allem nicht auf Villa, das sieht ja schon aus, als wenn es irgend so einem Don Corleone gehört oder sowas. Oh, moin, Pizzamann!
du spielst mit uns mit, Level 11er. Scheiße, ist ja auch noch besser als wir. Hier, Mafia fragt gerade, ob er Partyleader sein kann. Wie kann man das jetzt einstellen, dass der Partyleader ist? Gehst auf ihn rauf, in dem kleinen Symbol, also in der Schrift hier. Und dann kannst du ihn zum Partyleader ernennen. Ja, wir haben noch Level 3er ins Team gekriegt. Okay, jetzt haben sich die Gruppen gerade wieder aufgelöst. Und Level 11, ne? Also Level 11 ist auch mit dabei. Ja, und Level 14. Also wenn die alle ins Gegnerteam kommen, haben wir gar nicht mal so schlechte Chancen. Aber ich kenne unser Glück. Wir werden wahrscheinlich die ganzen Prestige-Leute im Gegnerteam haben. Warte mal. Also ich muss jetzt auf seinen Namen gehen und dann muss ich was nochmal machen? Zum Partyleiter ernennen oder irgendwas. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Nee, hier im Black Ops-Menü, ne? Jetzt kannst du nichts machen. Nee, jetzt nicht. Ja, das meine ich ja. Ich wollte es ja gerade machen, aber... Naja, okay. Villa, Team Deathmatch. Und er hat mir gerade nochmal eine Nachricht geschickt. Ich bin ja total überfordert, ey. Egal. Gut. Er hat geschrieben, leck mich. Mir hat geschrieben, egal. Na, so, ich habe fast die ganze Nacht wieder PlayStation gespielt und jetzt kommt wieder der Punkt. Wow! Maga, bleib ruhig, Alter. Ich hab gesagt, mach mal deinen kleinen Fernseher ein bisschen leiser. Der schreit mich hier an. Was ich jetzt aber sagen wollte, und zwar, ich bin total überfordert, weißt du, jeder wollte jetzt was von mir. Und ich kenne mich ja nicht aus mit dem Spiel und mit dem Menü erst recht nicht, ja. Von daher war ich gerade etwas überfordert. Also Mafia, nimm mir das jetzt nicht böse oder so. Aber ich habe doch keine Ahnung. Ich stehe vom Noob zum Pro und nicht vom Pro zum Noob. Obwohl man das eigentlich auch so nehmen könnte, zumindest bei dir, ne? Ja, vom Pro zum Noob zum wieder Pro. Genau. Weil Pro war ich ja nie gewesen, sagen wir es mal so. Oh, hier liegt eine anständige Waffe rum. Gleich mal einsammeln. Ich glaube, ich habe mich... Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah, Gegner! Und, scheiße, ich bin tot. Ich habe schon einen gekillt und bin bis jetzt noch nicht gestorben. Ja, ich habe einen Kill und einen Gegenkill bekommen. Campst du? Ich camp doch nicht, wieso ich laufe. Ich habe immer manchmal einfach so ein bisschen ein, zwei Sekunden mal so eine Ecke im Auge, bevor ich da rumlaufe. Ist auch eigentlich ganz gut. Also, Vorteile. Dich weg, weg. Weil die hocken hier auch gerne mal in den Fenstern. Ja, ich habe gerade eine AUG A3 eingesammelt. Die ist auch nicht schlecht. Das ist im Moment bei Battlefield im Moment meine Lieblingswaffe. Also zumindest beim Sanitäter. Ja, da kann ich jetzt nicht groß mitreden. Boah, ich mach gerade übelsten Kills. Was geht denn? Ach, scheiße. Ja, ich konnte gerade... Oh, ekelhaft. Scheiße. Ich konnte zwar gerade hier Dingsens einsetzen und zur Drohne... Allerdings ist ja unsere, Radar gestört. Ja. Genau. Also, ich muss jetzt mal ehrlich so sagen, bis jetzt bin ich gar nicht mal so schlecht. Muss ich jetzt mal so sagen. Ach, deine... Kotmutter. Hab seinen Kumpel im Visier, belager seinen Kumpel in dem Fenster und was ist natürlich er? Standard. Weil ich habe den Eindruck, immer wenn man sich freut, dass man mal einen Kill gemacht hat, kommt dann immer gleich drei Leute noch hinterher und killen einen dann. Ja. Alter, stirb doch mal, du Bob. Och Gott, der eine campt hier auch nur ab in der Mitte. Nein! Ich will nochmal die tolle AUG A3 haben, das war so eine schöne Waffe gerade gewesen. Kommt, ich brauche ein paar Leichen, ich muss Waffen klauen kommen. Caramello, die Leichenschänderin. Och Mann. Du kannst hier echt doch niemanden mal ein bisschen ins Visier nehmen, weil du hast gleich wieder irgend so ein Knife Runner da im Nacken, ey. Ich habe übrigens gerade schon wieder eine Drohne bekommen. Nein! Jedes Mal blockieren die unsere Dingsens hier. Wie heißt das? Unsere Map da links. Unser Radar. Unsere Radar, genau. Oh, hier liegt eine AUG rum. Ich habe gerade eine Farmhaus eingesammelt. Mit mehreren Aufsätzen. Oh, die AUG geht gut ab.
Boah, da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Hilfe. C-Auto. Ich weiß nicht, ob das für uns Auto ist. Von uns. Keine Ahnung. Also, wenn das blinkt und explodiert, ist es nicht von uns. Also, es hat geblinkt, aber explodiert ist es... Weiß ich gar nicht. Nein, da war... Ach Gott, Mann. Ey. Das ist mir gerade so auf den Piss. Ich nehme einen ins Visier. Ich fange an, auf den zu schießen. Und immer, wenn mir nur eine Kugel fehlt, ihn zu töten, habe ich so einen anderen Penner im Nacken. Die haben langsam echt ein ganz klein wenig auf den Sack. Als ob die sich da hier... Dachte, ey, du, lauf mal da rum, spiel mal den Köder. Ich steche ihn in den Rücken. Sozusagen. Hilfe, ich sehe nichts. Ah, Hilfe. Das ist ja eine ganz gemeine Granate, wo dann das ganze Bild verzieht. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Feindliche Fernlenkladung gesichtet. Spionageflugzeug ja. Hält sich bereit. Jetzt könnte ich wieder die Drohne machen. Verwendetes Spionageflugzeug unterwegs. Nein, Mist. Irgendwo muss da noch einer rumgammeln. Hinter mir? Nein, hinter mir. Ah, puh. Ich guck mal eben. 10 Kills, 7 Verluste. Cool. Du hast 6 Kills, 5 Verluste. Wir sind gar nicht mal so schlecht. Ohne Scheiß, ja? Ja. Ich glaube, Mr. Semtix ist gerade schon hier kurz vorm Ausrasten. Ja, es nervt mich, aber ich weiß einfach, was ich auf der PlayStation hinbekomme und was jetzt gerade hier klappt. Na ja, gut, ja. Aber hey, dafür macht Spaß. Also mir macht es zumindest Spaß. Egal, wie scheiße ich spiele. Ja, mir auch so. Jetzt kommt auch mal ein Aufklärungsflugzeug von mir. Ja, unser Radar ist aber kaputt. Der ist das die ganze Zeit kaputt, oder nicht? Ja, irgendwie schon. Ist das auch mal Heide? Worauf schießt du? Boah, da war es gerade einer gewesen. Ah, da hinten, Achtung, da ist noch einer. Nein, ich bin tot. Ich muss mal wieder irgendwo eine bessere Waffe geiern. Na, ich hatte so unsere einzige Hoffnung hier am Anfang, ne? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich so eine bessere Waffe spiele, ja, dann merke ich auch direkt, da geht's viel besser, also. Ja, da läuft's einfach dann, ne? Genau, genau. Ach, Ranz der Donnermöse. Hilfe, Hilfe. Oh, ich hab gedacht, da steht eine Klemo, derweil war das nur eine Flasche. Ist ja gemein. Das gibt's doch nicht, ich hab den genau im Kopf geschossen. Ah, toll. Niederlage. Ja, okay. Ja, ich bin natürlich der Final Kill, ey. Oh Gott, ich töte noch den einen, will ich einmal ins Visier an. Und das war wieder das Ding. Ich baller auf dem einen rum und töte ihn und pünktlich kommt der Magger hier um die Ecke gesprungen. Oh, das stimmt, mein Kollege, ich spring mal rein. Wieso hab ich so einen blöden Schnurrbart, Alter? Bin ich jetzt hier Magnum oder was? Genau. Also, Mafia hat 17 Kills, 19 Tote, okay. Ich habe 11 Kills, 11 Verluste und du hattest, ja danke, das konnte ich jetzt nicht näher sehen. Wie viel hattest du gehabt? Weiß ich nicht, ich muss ja auch mal eben nachgucken. Ich hatte 10 Kills, 7 Tote. Naja, das geht doch, super. Immerhin positiv, da bin ich schon mal ganz froh. Guck dir mal die anderen an, Level 31er. Siehst du die? Jo, die haben richtig dick Punkte gemacht, ne? Ja, aber volle Möhre. Und der hier Level 14 hat auch hier 3 Kills, 11 Verluste. Also ich muss ehrlich sagen, ja, wir können uns schon halb als Pro bezeichnen. Ja, wir können schon mal gepflegt auf die Schulter klopfen. Genau. Fein gemacht haben wir's. Fein gemacht. Braver Junge. Nee, gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt auch wieder ordentlich Call of Duty Punkte verdient. Das heißt, ich kann mir nachher wieder etwas Besseres kaufen. Und ich bin 7, also 7. Level, fast Level 8. Ich bin auch Level 7. Hm. Haben wir fein gemacht. Fein, Jungs. Ein feines Mädchen. So, jetzt haben wir, einer von denen, der gerade gut Punkte gemacht hat im Team, aber natürlich, der die meisten Punkte gemacht hat, ist natürlich wieder im Gegnerteam. Ja, das ist das normal, ne? Ja, eben. Man hat immer die Idioten in der Lobby.
Ah, Array Event habe in ich diesem auch mal Fall. gespielt gehabt, und zwar im Trainingsmodus. Das ist die komische Schneewelt, ne? Wo da Ja. hier so alles klar. Ja, die kenne ich, also mal gucken, wie ich jetzt hier bin. Wie gesagt, Trainingsmodus, ja, ist ja doch was ganz anderes. Ja, ich probiere mal die Scorpion jetzt mal aus. Die habe ich gerade neu freigeschaltet. Verdammt, ich wollte keine Blankgranate schmeißen, ey. Alter, was seid denn ihr für Bobs hier? Fliegen ja nur noch die Granaten. Ich spiel mal Schutzschild für alle, die hinter mir laufen, ja? Ach, Nein, verdammt, nein, das Auto nein, ist nein, explodiert. nein, 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 puh. Ich bin tot. Ja, ist klar, der schießt mich durch den Rauch durch, obwohl ich ihn geflasht habe. Natürlich. Ah, hinter mir. Ah. Hat er heute ein bisschen Aiming in seinen Cornflakes gehabt, oder was? Ey, ich habe Cornflakes gegessen, ne? Vielleicht liegt es daran, dass ich heute nicht ganz so schlecht bin. Lol, was war denn das gerade bitte gewesen? Das war Profi-Semtex. Man hat's gemerkt. Komm, ich will ein paar Waffen hier aufsammeln. Skorpion? Nee. Wie ist denn die Skorpion? Du hast ja. Nicht schlecht. Nicht so gut wie die AKU, aber auf jeden Fall brauchbar. Also darf ich mal anmerken, dass ich gerade richtig schlecht bin. Ich habe gerade eine Aufklärungsdrohne. Ist auch mal langsam mal einsetzen will. Nach einer Vierer-Serie. Ich mag die AKU einfach gerne. Ich weiß, alle werden jetzt sagen, Noob-Waffe und bla bla bla, aber das Ding ist, ich bin ein Noob. Ich darf Noob-Waffen spielen. Dafür sind die gedacht, für Menschen wie mich. Scheiße, von hinten. Ich habe gerade so eine coole Waffe gehabt und dann bouncen die mich wieder weg. Aber wenigstens habe ich noch geschafft, eine Aufklärungsdrohne da. Nicht hier. Doch, Aufklärungsdrohne war das ja mit den roten Punkten markieren auf der Karte. Jo, wo kommt der denn her, Alter? Teleport. Durch die Zauberwand. Der war bei der Mini-Playback-Show gerade in der Zauberkugel gewesen. Genau. Und das nervt mich auch, aber ich habe einen Typen zuerst im Visier, ich fange zuerst an zu schießen, aber meine Waffe macht einfach weniger Schaden als seine. Jetzt habe ich gerade wieder eine Aug, juhu. Wo sind der hin jetzt, der Bob? Nein, da war. Ah, oh, so ein Fehler, Alles. Alter. Solche scheiß Camper, Mann. Die irgendwo hier in der Ecke hocken und warten eigentlich nur darauf, bis man vorbeiläuft. Wie ich sowas hasse. Ja. Dabei hatte ich gerade so eine schöne Waffe gehabt. So, ich mache jetzt einfach mal so eine Waffenspielrunde raus. Ich sammle einfach jede Waffe ein, an der ich vorbeilaufe. Genau. Hinter uns sind ein paar Feinde. Ist er schon tot? Assist, ey, hört doch mal auf mit euren Assist jedes Mal. Ja, musst du schneller töten. Jetzt habe ich ihn getötet. Eins mindestens. Ich habe kaum noch Munition. Ich brauche unbedingt mal schnell noch eine Waffe. Liegen doch überall rum. So, jetzt habe ich eine ordentliche. Wieder meine schöne Aug mit Rotpunktvisier. Ja, jetzt habe ich eine tolle Waffe und jetzt sehe ich hier keinen Feind. Auch gut. Feinde, kommt. Ich brauche Feinde. Ich brauche eine Waffe. Ja, die habe Waffe. ich ja, die habe ich Muni ja, ist aber ich. alle.
Ich hab eine Waffe, nur keine Feinde. Hä? Wo sind die jetzt hin? Bleib doch mal stehen! Unsere U2 ist in der Luft! U2 Yay! Aufklärungsdrohne! Unsere U2 ist in der Luft! Hey, Shaw! Vorratsküste! Cool! Glückwunsch! Hey, wir sind gerade fett am Gewinnen, siehst du das? Ja, weil Simplex sie abgeht wie ein gedrehtes Zäpfchen. Wie ein gedrehtes Zäpfchen. Auch gut. Mensch, bleib doch mal stehen! Vorräte, halt ja, endlich. Ja, ich habe auch eine Vorratskiste. Toll, Spionage, Konterspionageflugzeug. Hier, da habe ich drauf gewartet, ey. Hätte ich alleine niemals bekommen. Zum Glück habe ich die Vorratskiste. Nein, Mist. Wie kann man die Vorratskiste nochmal einsetzen? Genauso wie die Drohne. Einfach bloß schmeißen aktivieren. Wieder wohin. Alles klar. Yeah, ich hab ein Heli. Du Lacker. Oh toll, jetzt haben wir gewonnen. Ich konnte den Heli nicht mehr rufen. Och man. Das war gerade so ziemlich meine beste Runde bisher. Eine 7er Serie. Hm. Und was ist? Dann gewinnt der Penner hier, bevor ich mein Heli rufen kann. Naja. Na, guck mal, was ich hab, was du hast und was der... Türkert? Ich weiß den Namen jetzt nicht. Mafia-Boy. Mafia-Boy. 17 habe zu 8. 8 Kills, 7 Verluste. Und du hast... 17, 8 und er hat 21, 8. 7. Nice, nice. Gar nicht mal so schon schlecht. Mehr als das, schon mehr als das Doppelte an Kills. Geht langsam wieder in einen vernünftigen Bereich rein. Gut, ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut. Und ja, sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Auf jeden Fall. Mit der Überschrift hier, Mr. Semtex und Genie failen die Call of Duty Lobby. Ja. Und vielleicht gibt es im nächsten Part dann ja auch MW2, mal schauen. Genau, ich denke doch auf jeden Fall.